plant davon aus, gut versichert zu sein. Tatsache ist aber, dass die AHV und Pensionskasse meistens nicht langen. Die Freiliste verlangt höhere Pensionskassenbeiträge. Auf 10% erhöht sich auch die Rente um 25%, also wir reden hier von gut 1700 Franken, was immerhin schon in die richtige Richtung geht. Es ist aber klar, dass das nicht das Ende der Fahnenstange ist. Man muss, das ist der dringendst notwendige Bereich, der unbedingt gehandelt werden muss. Es sind meistens die alltäglichen kleinen Sachen, die ein Schirr anspringen und schmunzeln lehnt. Die Anneliese Kranz-Brasch hat die in einem Buch gesammelt und ein paar an einer Lesung vorgetragen. Das sind 39 verschiedene Geschichten, Kurzgeschichten. Zum Beispiel also die paar, die ich jetzt vorgelesen habe. Und dann halt Ferienlektüre zum Beispiel, dem Virus ergeben oder Urlaubserinnerungen, Themen aus dem Gastrofach. Beim Verdutzner Prämimarkt hat es wieder viel Tiere zu bestaunen gegeben. Bauern haben nicht nur Rösser und Geissen gezeigt, sondern vor allem Kühe und Rinder. Sie haben mit ihren schönen Vierbeinern in verschiedenen Kategorien Titel holen können. Die Experten zeichnen die anzeichnen, kommen die in den Ring ein. Dann gibt es ein Miss, Schönhäuter, 2014 im Vaduz. Das Gleiche ist mit den älteren Kühen, auch wieder 5 Kühe oder mehr, je nachdem. Kommt runter und dort wird dann der Miss Schönhäuter, ältere Vaduz, ausgehoren. Und dann haben wir noch Rostow und Geissen, die zwischen die ein Programm machen. Wir haben noch 2 Titel, ein Miss Fitnessstar und ein Miss Wirtschaftlichkeitsstar.